Sanche. Zum Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen 1939 wurde in Warschau ein Gutachten vorgelegt, das die von Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg angerichteten Schäden mit mehr als 1,3 Billionen Euro bewertet. Das Gutachten gilt als Grundlage für mögliche Reparationsforderungen an Deutschland. Der Vorsitzende der nationalkonservativen Regierungspartei PiS, Jarosław Kaczyński, stellte das Gutachten vor und bekräftigte Polens Forderungen an Deutschland. Es ist eine sehr hohe Summe, etwas mehr als 1.300 Milliarden Euro. Aber wenn man bedenkt, dass sich die Entschädigungszahlungen über Jahrzehnte erstrecken, ist diese Summe für die deutsche Wirtschaft durchaus zu verkraften. Die Entschädigungszahlungen an Frankreich für die Schäden des Ersten Weltkriegs endeten erst vor 10 Jahren. Das Durchsetzen von Reparationsforderungen an Deutschland gilt in Warschau als sehr persönliches Anliegen Kaczyńskis und findet Unterstützung im nationalkonservativen Lager, das bei der polnischen Parlamentswahl 2023 um ihre Mehrheit kämpft. Berlin lehnt jegliche Reparationsforderungen ab. Die Bundesrepublik betrachtet das Thema Reparationen mit dem 1990 geschlossenen 2+4-Vertrag über die deutsche Wiedervereinigung als abgeschlossen.